Wir schauen dann mal ins Ausland. Da ist man nämlich deutlich kreativer. Es gibt ein bisschen was zu lernen für die Habecks, Lindner, Scholzens und so weiter. Schauen Sie. Action. Nein, das ist nicht der Trailer des neuen James-Bond-Films. Und nein, das ist auch nicht Daniel Craig, sondern Yoel Rasvozov, Tourismusminister Israels. Seine Ähnlichkeit mit Bond-Darsteller Craig ist verblüffend. In wahrer 007-Manier spielt Rasvozov die epischsten Szenen nach. Ob Martini trinkend an der Bar oder beim Surfen auf hoher See, er lebt den Bond-Style. Dabei geht der Minister jedoch nicht auf Gangster, sondern auf Urlauberjagd. Sein Ziel, den Tourismus für sein Land ankurbeln. Und damit das auch wirklich gelingt, hat er natürlich auch das 007-Motto adaptiert. Der Name ist Israel, Staat Israel. Politiker ahmen Filmrollen nach. Das kann ein klarer Imagegewinn sein. Ja, wow, Respekt da an den israelischen Tourismusminister. Also das bringt auf jeden Fall international Aufmerksamkeit und ist sicherlich für die Wahrnehmung des Landes erstmal eine gute Sache. Und ich persönlich finde das toll, wenn ein Politiker, wie sagt man immer so schön, mal den Hintern in der Hose hat, auch mal was nicht Politikertypisches zu machen. Politiker in Filmrollen, können das auch wir Deutschen? Nun ja, Markus Söder hat es zumindest mal versucht. Der bayerische Ministerpräsident präsentierte sich beim Fasching in Franken als Kultfigur Schreck. Kein Vergleich zum israelischen Bond. Grün vor Neid wird man da eher nicht. Ja, das ist ja wie immer. Es zahlt ja alles auf ein Markenbild eines Politikers ein. Und das sind natürlich Bilder, die mit den Menschen assoziiert werden. Das sind ja immer Dinge, die dann im politischen Diskurs auch wieder gegen einen verwendet werden. Und man sagt, das lenkt dann aber auch wieder von der Politik ab. Und das möchte man ja eigentlich auch nicht. Aber wie macht man es dann nun richtig? Wir haben da ein paar Vorschläge. Wie wäre es zum Beispiel mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach als Meister Yoda aus Star Wars mit Mask Wars, der Krieg der Sterne zum Krieg gegen Corona? Passend dafür hat Meister Karl wie immer einen weisen Rat: Maske tragen du sollst. Bleiben wir in der SPD. Auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat durchaus Grund, ihr Image aufzupolieren. Gelingen kann das durch die neue Hauptrolle in Top Gun oder vielmehr Top Bund. Wenn sie als weiblicher Maverick auch nur halb so viele junge Männer zur Armee bringt wie das Original, dann sind die Nachwuchssorgen der Bundeswehr für immer erledigt. Apropos Nachwuchs, auch an die jungen Filmfans haben wir gedacht. Sie kriegen von den Minions nicht genug, wie wäre es mit Merz? In der Hauptrolle natürlich CDU-Chef Friedrich Merz als Meister Gru. Und als Sidekick dürfen natürlich die gelben Minions nicht fehlen. Hier in der Hauptrolle FDP-Chef Christian Lindner. Gelb-schwarze Liebe, einfach legendär. Einen Image-Booster kann auch er gebrauchen. Robert Habeck, der uns in der Energiekrise zum Strom- und Gassparen bringen möchte und vor dem Blackout warnt. Eine Aufgabe für knallharte Kerle. Daher heiz langsam. Der Bruce Willis der Grünen nur echt mit dem Thermostat in der Hand. Allerdings, positives Image ist das eine, aber zum Schluss muss Werbung auch gefallen. Und da kann Yoel Rasvozov so schnell niemand das Wasser reichen. Tja, wenn man auf so eine Kampagne kommt, unsere Chefreporterin Antonia Jamin, die hat jetzt exklusiv mit dem 007-Minister darüber gesprochen. Guten Tag, Herr Minister Rasvozov, oder soll ich Sie besser Mr. Bond nennen? Sie können mich ruhig Mr. Rasvozov nennen, aber in den letzten Tagen bin ich wirklich zu Mr. Bond geworden. Wann hat das angefangen? Wann hat man Ihnen das erste Mal gesagt, dass Sie aussehen wie Daniel Craig? Das geht schon länger so. Das erste Mal, an das ich mich noch erinnere, ist Jahre her. Ich war am Flughafen und stand beim Security-Check und da hat jemand gerufen, hey, da ist doch Daniel Craig. Und sofort wollten alle mit mir Fotos machen. Das war schon komisch und ich musste sofort lachen. Und seitdem passiert mir das fast täglich, dass irgendwer kommt und sagt, sag mal, weißt du eigentlich, wem du ähnlich siehst? Und dann sage ich immer, ja, ja, ich weiß schon, Mr. Bond meinst du bestimmt. Also passiert Ihnen das wirklich öfter, wenn Sie draußen einfach rumlaufen, dass Leute auf Sie zugehen und behaupten, Sie wären Daniel Craig? Ja, das passiert mir wirklich sehr oft. Von wo kam eigentlich die Idee? Wir haben den Film gerade schon gezeigt, der israelische Tourismusminister als James Bond. Das hat damit angefangen, dass mich einmal Paparazzis am Strand fotografiert haben, wie ich gerade aus dem Wasser kam. Und die wollten mich dann auch sofort interviewen. Und dann haben wir so ein bisschen rumgescherzt. Und da entstand dann die Idee, dass man meine Ähnlichkeit mit 007 doch auch irgendwie fürs Marketing nutzen könnte, in der Tourismusbranche.
Und jetzt sind wir halt in der Nebensaison in Israel und alle meinten, wir sollten mehr Werbung machen für unser schönes Land. Und da dachte ich mir, das wäre doch mal was. Schließlich feiert James Bond jetzt auch 60-jähriges Jubiläum. Und da dachten wir, das passt, jetzt machen wir mal was, das viral geht. Und ja, es funktioniert. Der Clip wird millionenfach angeklickt und geht um die Welt. Und ich hoffe, dass das jetzt auch bewirkt, dass die Leute Lust bekommen, mal in unser schönes Land zu reisen. Inwiefern ist dieser Clip auch Teil der Wahlkampagne? Die 5. Parlamentswahl findet ja in wenigen Tagen schon statt. Also mit der Wahl hat das weniger zu tun. Wie schon erwähnt, wir haben gerade Nebensaison und da hilft so ein bisschen Werbung einfach immer. Und der Premierminister, ja, der begrüßt das natürlich auch, wenn wir für unsere Branche Werbung machen. Wahlkampf ist ja außerdem irgendwie immer. Es ist eher so, dass ich als Minister in der Tourismusbranche mein Bestes geben will. Und wenn das jetzt dabei hilft, die Branche anzukurbeln, dann ist das doch super. Lieber Herr Minister oder James Bond, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ein Minister, der sagt, er wird ständig mit Daniel Craig, mit James Bond verwechselt. Geht schlechter, ne? Es gibt nicht so viele Minister in Deutschland, denen das ständig passiert.